Und willkommen wieder hier bei Departed in der letzten Aufnahme für diese Session, weil danach muss ich arbeiten. Nee, doof. Egal, muss man durch, ne? Und wir wollten ja wieder nach Hause, und das machen wir auch, wie geplant, um dann eventuell nochmal in einer anderen Dimension zu gucken. Beziehungsweise, warte mal, was ist das hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist ein Spawner. Da ist auf jeden Fall. Ach, warte mal, so ein Ding ist auch. Das ist ja genau das Gleiche. Dann nehmen wir doch lieber das, das ist näher bei. Okay. Was geht denn hier ab? Und wer hat denn das? Ich. Ach du Scheiße, hier hat der Rico irgendwann schon mal. Ich hau ab. Hat der Rico schon mal irgendwann Probleme gehabt. Und ich habe ihm noch schlau gesagt, wie ich so bin, wie man denn die Mobs bekämpft. Und hab's jetzt aber vergessen. Und das ist auch sein Portal. Das heißt, wenn wir da durchgehen, kommen wir bei Rico raus. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie man die bekämpfen konnte. Ich hab's echt vergessen. Das heißt, das spare ich mir, bis ich genau weiß, wie das war. Und dann bleiben wir bei unserem alten Plan und flitzen in Richtung des Portals. Also flitzen jetzt im Sinn von langsam mal dahin bewegen. Und wenn wir noch was Cooles finden, natürlich wieder unterbrechen lassen und ablenken lassen und wie das dann so ist. Da habe ich auch schon wieder vergessen, welchen Level wir da brauchten. Ist aber im Moment nicht ganz so entscheidend. Erstmal flitzen wir jetzt tatsächlich nach Hause. Jawohl, tatsächlich werden wir das tun. Da kannst du auch nichts gegen sagen. Das machen wir einfach. Also ich jetzt. Mit euch zusammen. Ich bin halt nur der, der es entschieden hat. Haha. So, Besen eingepackt. Zack. Und, warte mal, wir sind auf dieser Seite rausgekommen. Dann gehen wir auch hier wieder durch. Und sind wieder daheim. Und dieses Mal nicht auf dem Wege, unser kärgliches Leben zurück zu erobern. Ups. Oh, Alter. Du machst mir hier nicht die ganze Höhle kaputt. Nicht auf dem Weg, unser kärgliches Leben zu erobern, sondern tatsächlich geplant mal wieder zu Hause. Freut mich. Weißt du was? Was ich mit den Dingern hier machen soll, weiß ich eh noch nicht. Also machen wir mal die Leiter hier schnell grün. Oder auch nicht. Warum nicht? Okay, die Texturen gehen nicht. Warum gehen die nicht? Was ist denn da los? Na gut, dann machen wir das nicht. Dann bleibt die Leiter, wie sie ist. Und wir gehen trotzdem nach oben. So. Da kenne ich doch nichts. Ach. Really? So. Bin ich mal gespannt. Haben wir irgendwie Mobs am Haus? Auf jeden Fall regnet. War ja logisch. Ne? Gehört sich ja so. Bei uns regnet es ja irgendwie ständig. Damit es auch bloß immer schön leckt. Ja, die können da mal vor sich hin brutzeln. Ich meine, ne, wisst ihr schon, nicht brutzeln, sondern vor sich hin gedeihen quasi. Tja, und die Mystic Shrooms hätte ich. Ach ne, hätte ich nicht. Ja, gut, wie auch immer. Das hier werde ich dann wieder später aufräumen. So, so. Ich muss nur mal kurz ausräumen. Das muss schon drin sein, die Zeit. Nee, warte mal, den Dirt nehmen wir direkt wieder mit. Das weg, den dahin. Da kümmern wir uns auch später drum. Das Scream-Schild brauchen wir auch nicht, denn wir werden ja nicht wieder in die Dimension gehen. Und die Ender-Pouch können wir mal eben gucken, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Ja, und so einen coolen Staff haben wir auch noch gekriegt. Aber das ist alles so, da werde ich mich dann mal offscreen, beziehungsweise im Wiki schlau. Oh, Entschuldigung, schlau machen. Um rauszufinden, was es denn damit überhaupt auf sich hat, bevor ich hier einfach nur dumm durch die Gegend probiere. Jetzt will ich mal wissen, warum da oben aus der Ender-Geschichte, warum das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil eigentlich muss das so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht, weil es technisch so ist, sondern weil ich mir das so vorgestellt habe. Und dann soll das gefälligst auch funktionieren. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es daran liegt, dass wir. Nee.
Ach, der Hopper ist falsch angeschlossen. Na gut, das macht Sinn. Wo ist er jetzt, der Hopper? Da. Eigentlich stimmt, kann es auch nicht so sein, weil. Ja. Weil die Ender Chest eigentlich ja ihren eigenen Spotloader mitbringt. So. Klatschen wir dahin. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. In dem Hopper ist immer noch Geld. Warum ist da noch Geld drin? Ach so, weil das noch durchläuft. Na gut, das macht natürlich Sinn. Aber jetzt funktioniert's. Das wollte ich wissen. Dann klatschen wir hier die Wand mal eben wieder zu. Machen wir einfach. Ups. Machen wir einfach mal so, dass da hinten ein Loch drin bleibt, weil ist ja egal, sieht ja keiner. Und jetzt funktioniert das aber wenigstens. Okay, dann kommt der da rein und. Ach, den packen wir draußen mal in die Kiste. Ja, so, dann stellt sich die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Entweder nochmal nach Precacia, aber da habe ich eigentlich nicht die Lust zu, weil da waren wir jetzt ja schon. Und dann gucken wir uns nochmal Gardentia an, würde ich sagen. Weil Gardentia ist ja nun mal das, wo wir, naja, wo wir damals die Ramstones farmen wollten und dann aber eigentlich nach Precacia wollten. Naja, und Gardentia sieht doch schick aus. Die Frage, machen wir ein Portal zu oder machen wir uns noch eins? Ich glaube, wir machen uns noch eins, ne? Ein Blueprint, Sekunde. Blueprint. Teleporter Blueprint, da ist es. Wie war das gleich wieder? Amethyst Ingots und ein Diamant. Amethyst habe ich zwar reichlich draußen bei dem Dingens verbraucht, aber wir haben ja noch reichlich liegen. Auch in flüssiger Form. Und einen Diamanten. So. Und dann kriegt unsere Portalhülle da unten doch langsam richtig Anstand. Weil dann halt auch mal Portale drin sind. So. Erde habe ich ein bisschen. Ich glaube, ich nehme das, was hier noch an Erde drin ist, auch mit, damit ich da gegebenenfalls gleich kurz mal was reparieren kann. Okay. Das müssten wir mal eben beseitigen, das Ding. Auch wenn es einen Moment dauert, aber. Ich habe keine Munition. Wieso habe ich keine Munition? Ach so, weil hier ist. Ach du Scheiße. Ja. Nee, die nehmen wir mit. Das nicht. Das auch nicht. Wir brauchen noch eine. Obwohl, schmeiß mal hier einfach rein. Wie gesagt, aufräumen ist doofe Arbeit, deswegen will ich euch da nicht mit belasten. Ja, Lunchbox nehmen wir sich. Obwohl, die brauchen wir nicht, wenn wir die Rüstung anhaben, ne? Andererseits ist die schon ganz schön kaputt. Entsprechend sollten wir vielleicht mal zusehen, dass wir vielleicht doch was zu futtern mitnehmen. Wegen der Sicherheit können das aber ja erstmal oben in der anderen Truhe da lassen. Ich meine in der anderen Tasche. So, genauso wie die restlichen Fackeln. Jetzt müssen wir das Creeper-Ding da echt mal irgendwie beseitigen. Ah, ich habe keine Munition, deswegen war ich hier reingegangen, ne? Ja. Die Intelligenz lässt grüßen, die nicht vorhandene. Ich nehme mal gleich zwei mit. So. Und jetzt gibt's aber einen Anti-Creeper-UFO-Einsatz. So. Daneben, ist ja klar. Na, jetzt kann er wenigstens nicht mehr allzu hoch steigen. Steigen meine Trefferchancen entsprechend. So, das war's. Kriegen wir noch einen Creeponia-Ramstone. Ob das vielleicht sogar ein Hinweis ist, dass wir doch nach Creeponia gehen sollten? Nein, ich denke nicht. Und gerade. Warte mal, das machen wir einfach so. Da brauchen wir nicht wieder hinzulatschen. Schmeißen wir da einfach rein und weg ist es. So, und jetzt gehen wir ein neues Portal bauen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinhaben möchte.
Aber wir finden schon einen schönen Ort. Hier nochmal hier hoch. Stellen wir das doch mal. Da haben wir eins. Einfach da unten irgendwo hin, ne? Unten haben wir noch nicht so viel. Würde ich sagen, stellen wir das mal da hinten in die Ecke einfach rein. Wer kaut mich hier? Was soll das? Wieso? Wer macht sowas mit mir? Achso, bestimmt so ein... Da ist er doch. Die vergesse ich ja in letzter Zeit gerne mal. So, ihr ganzen Eimer hier. Hat sich ausgeschleimt, Freunde. So, oh, hier ist eine coole Unterwasserhöhle. So, ja, wo stellen wir den hin? Einfach hier oben drauf, weil unser Dingens gibt es ja nicht mehr. Und dann sind wir genau unter dem anderen, aber das macht ja eigentlich nichts, oder? Oder das Ding hier einfach mal hinklatschen. Beziehungsweise da so in die Mitte. So. So, hier so. Komm, machen wir einfach. Scheißegal. Zack, da steht's. Wie gesagt, die Optik passe ich dann nochmal an. Aber erstmal geht's doch. Brauchen wir nur neue Fackeln. So. Und dann machen wir da noch eine hin. Und wo ist denn jetzt? Da ist der Carve Rune. Ja, dann können wir das ja direkt mal starten und Gardensia aufstoßen. Das Tor nach Gardensia. Bin ich gespannt. War ich auch noch nie. Na, die Musik ist doch schon mal angenehm. Da kannst du nichts gegen sagen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz reparieren hier. Weil ich nämlich nicht... Also ich bin ein bisschen geheilt vom durch Portale laufen. Ohne zu wissen, was dahinter ist. Deswegen gucken wir uns auch nochmal eben die andere Seite an. Genau, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Der muss auch noch weg. Machen wir uns hier so eine kleine... Ja. Was ist jetzt los? Ach, jetzt bin ich ins Portal gegangen. Hehe. Naja. Oh, wie sieht's... Hä? Was? Achso, ich habe nach oben geguckt. Ja, schön ist es hier. Ich dachte gerade, das wäre der Boden. Das wäre hier... Und hätte es ja nach oben geregnet. Ich bin auch blöde. Manchmal bin ich auch blöde. So, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe mich nicht vorbereitet, kann gar nichts. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Waypoint hin. So, den nenne ich wieder Portal. Und dann saven wir das mal. Und closen das mal. Und es ist grün. Es ist sehr, sehr grün. Und es gibt riesengroße, schicke Blumen. Hm, nice. Gibt es noch irgendwas? Außer riesengroßen, schicken Blumen. Und einem ganz schön grünen und ganz schön glatten Boden. Tja, ich weiß gar nicht. Wir müssten... Ich werde erstmal zu Fuß losgehen und den Besen mal gesichert halten. Was wir natürlich brauchen werden, ist erstmal irgendwie hier einen Weg von dieser Plattform runter. Weil, ja, das ist halt... Ach du Scheiße. Okay, Gardensia hat gar keinen Fußboden. Das ist natürlich schlecht. Ach so. Ich erinnere mich, da gab es nämlich irgendwas in Sachen Fußboden. Man darf nicht zu tief tauchen oder so war das. Weil da dann der Wasserdruck angeblich zu hoch ist. Und dann verliert man halt Leben. Das wollen wir uns ja eigentlich gerne mal sparen. Und da das Wasser hier grün ist, hatte ich das als solches gerade noch gar nicht so recht erkannt. Mein Fehler. Okay. Ja, gut zu wissen. Wir müssen also zusehen, dass wir nicht so tief im Wasser rumhängen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir die hier überhaupt alle damagen können. Also kurzum, wir werden jetzt hier mal reinspringen und mal einfach darüber schwimmen und mal gucken, ob wir sterben. Vermutlich werden wir das ja, wie ich mich so kenne. Hallo, Ding. Karott, ach du Scheiße, Karottentop. Ja, war ein Karottentop, stimmt schon. So, und das ist ein Brokkoli oder was? Ja, ein Brokkoli-Head. Wie cool ist das denn, ey? Wäre cool, wenn die jetzt auch noch eben Brokkoli und so droppen würden. Okay.
Wer ist er? Ein Flowerface. Oh, ein Flowerface hat schon mal ein bisschen mehr auf der Pfanne. Ja, aber das sind alles keine Hunter-Mobs. Entsprechend bringen die uns im Moment nicht ganz so viel. Wer ist er? Ein Corny? Das ist so cool. Karottenköppe, Maiskolben. Hat schon lustig irgendwie was an sich. Hat was für sich. Also er jetzt nicht mehr, er ist tot. Garden Grass. Kann ich das mitnehmen? Naja, wahrscheinlich wieder nur mit der Schere. Ich muss unbedingt mal dran denken, wenn ich in den Garten gehe, eine Schere mitzunehmen. Hätte man natürlich auch drauf kommen können. So, wer ist er da? Auch so ein Corny, okay. Oh, 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 wer bist du? Ach du Scheiße. Okay, der steigt immer wieder im Leben. Das ist natürlich übel auf Dauer. Zumal der auch noch einen Knockback hat. Boah, Alter, wie soll ich den denn tot kriegen? Uiuiui. Jetzt fall um. Fall um. Oh, okay. Die sind schon mal ein bisschen anders. Okay, der Bloodstone-Cleaver hat noch wieder was gekriegt. Also ein Update. Okay. Also der war eben schon ein bisschen herausfordernd, muss man sagen. Hatte ich schon gedacht, na, da muss ich abhauen, weil ich den nicht down kriege, weil der Schaden nicht hoch genug ist. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder einen Trick, um die zu killen. Aber den weiß ich halt noch jedenfalls nicht. Und insofern ist das da vorne eine Struktur. Ich meine, hier sind eine Menge Strukturen, weil hier sind große Bäume und die zählen ja quasi als Struktur, aber das meine ich nicht. So, Corny. Und so ein Karottenviech. Und die ersten Gems. Na, wird doch. Ich find's hier schön. So, wieder ein Flowerface. Die Frage ist, ob die dann zu den anderen werden oder so. Nee. Ach, sag mal. Es ist hier auch echt voll mit Geviech immer, ne? Muss man schon sagen. Also die Dimensionen. Langweilig wird einem da sicher nicht. Ah ne, das ist auch nur eine Blume. Aber irgendwie... Ah, weiß ich auch nicht. Eine große Blume. Ich würde die übrigens in Ruhe lassen, aber die fangen immer an. Okay. Tja, ich weiß auch nicht, ob man die hier... Na, den lasse ich da mal. Ob man die Blumen irgendwie betreten kann, oder... Weil das sieht ja... Ja, das hat auf jeden Fall einen Innenraum, ne? Sieht jedenfalls so aus. Schon wieder so ein Beißeviech. Ah, toll. Alter Schwede. Das muss man doch irgendwie verhindern können. So. Noch einer, sag mal. So, Corny Müsli-Riegel muss mal eben ausfallen. Ach, Fall um Typ. Sag mal. Ja, jetzt hat er wieder volles Leben, weil ich runtergefallen bin. Super. Nee, das läuft. Prima. Ich bin einer der Besten. Wenn nicht sogar der Beste. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, war ja, dass diese einen Blumen da hinten, die sehen auch eigentlich schon fast so aus wie eine Festung da oben mit den Zinnen quasi obendrauf. Was ist das? Blue Petals. Okay. Achso, da fehlt nur einfach wieder ein Chunk. Wehe, ihr kickt mich in den fehlenden Chunk rein, ey. Dann werde ich aber
Nein! Sag mal, geht's euch denn noch gut? Ich werd doch nicht was. Ich hab ein Problem. Oder auch nicht mehr. Alter Schwede, ich renn mal kurz ein bisschen, ne? Das wird mir gerade ein bisschen zu unübersichtlich, ehrlich gesagt. Ups. Alter Schwede, ey. Und hier ist alles voll mit Viechern. Hoffentlich geben die auch irgendwann mal auf. Damit ich mir neue suchen kann, weißt du? Also ich meine, hier muss es auch noch mehr geben als... als nur das, was wir jetzt gerade gesehen haben oder beziehungsweise sehen. Muss. Ich weiß es genau. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch hier irgendwelche Strukturen gibt, mal abgesehen von den Blümchen. Und vor allem irgendwelche Dungeons oder sowas. Von mir aus auch in der Blume. Aua. Nochmal Aua. Boah, hier wären auf jeden Fall die Überwasserlatsch-Schuhe angesagt. Hm. Tja, ist eine Menge Gegend, ne? Oh, Precacia war interessanter, muss ich sagen, bis jetzt. So, gib mir hier alles. Ganz ohne Witz, ich glaube, Geld werde ich ab sofort wegschmeißen. Oh, tschüss. Tja. Ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das Gute ist, dass die Folge quasi vorbei ist und ich mich damit dann mal im Wiki schlau machen kann, was denn hier überhaupt abgeht in der Dimension. Also so ganz unvorbereitet reingehen ist irgendwie auch nicht so gut. Ancient Cavern Ramstones. Na siehst du, schon haben wir einen Grund gefunden. Das läuft. So, und jetzt suche ich mir hier mal eben gerade ganz kurz irgendwo eine schöne Ecke. Also sagen wir mal, da vorne auf der grünen Heide. Also hier. Ja, da habe ich einen schönen Überblick. Und wahrscheinlich, wenn ich einlogge, werde ich von 1000 Mobs angegriffen. Ist mir aber egal, weil das war's für heute. Bis morgen und ciao, ciao.